So, und hier sind wir beim dritten Teil. Wir starten auch direkt durch, weil bei so einer langen Strecke, da braucht man natürlich auch viel reale Zeit. Nachdem ich von meiner Beifahrerin jetzt nochmal richtig wachgekniffen wurde, können wir hier komplett durchstarten. Wir haben ja den Vorteil, dass hier... da kommt einer. Hier ist, wie gesagt, viel Verkehr auf den Straßen Europas. Oh, hier haben wir sehr grüne Berge. Sieht man auch selten. Ist ja schon fast wie so eine Mooslandschaft. So, schalten wir den Autopilot ein oder bei Trucks Tempomat genannt. Ich glaube, das war das Schild als Hinweis für Radar. Soll uns hier nicht kümmern. Wenn ihr wisst, ob das Schild eine andere Bedeutung hat, dann schreibt das in die Kommentare. Aber ich glaube, das heißt, man soll aufpassen. Brauchen wir aber nicht. Wir dürfen 90 fahren und wir können auch nur 90 fahren. Können wir schlafen, tanken, brauchen wir beides nicht. In der letzten Folge hatten wir gerade frisch aufgetankt. Oh, schön hier rechts ein Schloss. Keine Ahnung, ob das realitätsgetreu sein soll an dieser Stelle. Aber nett, da kommt noch eins. Scheint ja die richtige Region dafür zu sein. Französische Burgen. Das gucken wir uns mal von draußen an. Ja, ganz nice. Hier sehe ich schon wieder eine Mautstrecke, Mautstation. Ja, oh, er lässt mich sogar vor. Nicht schlecht, aber ich denke, man hat sowieso abgebremst. So, wenn ich mich nicht irre, ist das sogar mal eine etwas größere Mautstation. So, guten Tag. Ja, hier ist gar keiner. 26 Euro und weiter geht's. Scheint eine etwas größere Stadt zu sein. Aber die lassen wir schnell hinter uns. Schauen wir, dass wir hier gut durchkommen mit dem Verkehr. Na, da schert er aus, aber richtig überholen kann er wohl auch nicht. Schickes Auto. Jetzt wird es aber ein bisschen brenzlig hier. Ah, das war auch knapp. Da kommt das Ende der Mautstrecke.
Es war nur eine sehr kurze Strecke. So, guten Tag. Ne, geht noch nicht. Noch ein Stück weiter. Ticket aufbewahren und los geht's. ...1600 Kilometer liegen noch vor uns. Ich will natürlich auch nicht zu viele Teile machen auf dieser Strecke. Ich finde es eigentlich immer schöner, wenn man in einem Video, höchstens in zwei Videos, eine komplette Frachtlieferung hat. Wir werden mal schauen, dass wir jetzt dieses Video etwas länger machen. Und hoffen natürlich noch auf ein paar kleine Highlights, die auf der Strecke passieren. Sofern wir denn auch mal etwas runterkommen von dieser Autobahn. Ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, ob wir lange auf der A1 fahren werden. Wir haben ja auch dazwischen noch, glaube ich, einen Seeweg. Da schauen wir eben mal nach. Ja, genau. Wir fahren also nach Italien rein und werden dann in Ancona auf die Fähre gehen und direkt nach Griechenland fahren. So, weiter geht's. Das heißt, wir haben natürlich auch nicht die kompletten 1600 Kilometer als Fahrtstrecke, sondern es sind sehr, sehr viele Kilometer, die übers Wasser gehen, die nicht simuliert werden. Und Käffchen steht bereit, den nehme ich mal nebenbei. Ich hoffe, dass wir in dem Teil noch bis zur Fähre schaffen. Oh, Kreditraten musste ich bezahlen, knapp 15.000. Jetzt sind wir dadurch ins Minus gerutscht. Ich hoffe, meine drei Kollegen, Mitarbeiter werden da schnell das Geld wieder reinholen. Spätestens, wenn wir am Zielort angekommen sind, dann haben wir wieder genug Kohle. Bei dem Wort Kohle schaute auch wieder meine Beifahrerin rüber. Aua! Ja, das ist so wie bei Tieren der Lockduft, so gibt es natürlich auch Lockwörter. Wie Kohle, Nagel, Friseur. Naja, auch noch ein paar andere. Da ich aber davon ausgehe, dass hier auch Minderjährige zuschauen, lasse ich die Wörter weg. Oh, da vorne haben wir tatsächlich. Wir kommen scheinbar runter von der A1. Ja, interessantes Kreuz haben wir hier. Ne, wir bleiben auf der A1. Die zieht hier bloß eine lange Kurve. Ja, anstatt... Hey, der fuhr jetzt aber auch ein ziemlich besoffen da vorne rum. Der wusste jetzt auch nicht so recht, was er machen sollte, denke ich. Schauen wir mal, ob unsere Trecker noch drauf sind. So,
Und unser Frank hat 1339 Euro eingenommen. Ist nicht viel, aber da er als letzter angefangen hat, hat er auch noch den niedrigsten Verdienst. Da muss er sich auch erst noch hocharbeiten. Nach Marseille geht's nach rechts, wir mitten durch die Mitte. Ja, in den letzten Tagen habe ich öfter dem Herbert von GamerTV zugehört und zugehört.